So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Banjo-Kazooie. Ich werde nur etwas das Mikro verschieben. Hoffe, man hört das jetzt auch relativ angenehm. Ich hab's ein wenig weiter nach außen gedrückt. Ich werde jetzt mal kurz auf voll der blöde Maus zeigen, ein bisschen. Aber man kann ihn glücklicherweise dank des Emulator oder dank der Emulator-Einschränkung eh nicht sehen. Das heißt, kann mir relativ egal sein. Ja, im letzten Part ist es uns gelungen, die zweite Welt abzuschließen. Das heißt, Treasure Trove's Cove ist erledigt. Ich habe mich jetzt kurz verirrt. Ja, es ist jetzt, Zeit für die dritte Welt. Einziges, was noch bleibt, die Bienenwabe, die ich letztes Mal geholt habe, sollte man erst dann holen, wenn man die Aufgabe mit den Fragezeichen, also mit den Kreuzen, erledigt. Dort, wo ein Fragezeichen erscheint, ist die Truhe am nächsten. Das heißt, falls man jetzt das Let's Play nicht unbedingt noch einmal zu, also genau diese Szene suchen möchte, man kann sich auch daran orientieren. Ich muss jetzt nur mal kurz wieder mal hier runter, nachdem ja mir im letzten Part etwas sehr Peinliches passiert ist. Als ich die Taste zum Part beenden gedrückt habe, ist Folgendes passiert. Ich habe auch versehentlich die wiederladende Aufnahmetaste gedrückt, was so viel heißt wie... Ach du Arschloch, du Blödes. Ja, die Typen nerven ziemlich. Was man übrigens nicht mit H schreibt. Ja. So, im letzten Part habe ich ja meine letzten Federn verschossen. Aber zu dem, was mir passiert ist, ich habe versehentlich die Wiederaufnahmetaste des letzten Spielstandes gedrückt. So konnte ich den ganzen siebten Part noch einmal drehen. Yay, wie ich mich gefreut habe darüber. Kann man sich ja vorstellen. Aber wer kennt's nicht? Oder welcher Let's Player kennt's nicht? Obwohl. Wartet mal. Hier konnte man doch irgendwo... Ja, nimm vielleicht Speed auf. Hier ist nämlich der orangene Kessel. Und hier kann man auch später noch was finden. Außer natürlich den Schädel. Falls ich mich jetzt nicht vertan habe... Hier weiter kann man im Übrigen nicht, das bringt überhaupt nichts. Man rennt einfach randomize in die Unendlichkeit und kommt dann, wenn man zurücksteuert, einfach wieder raus. Das bringt so gut wie gar nichts. Ja. Hier kann man dann später noch etwas finden, aber dazu in den späteren Part. Ich habe jetzt vorgenommen, ich möchte pro 3 bis 4 Parts bis zur 6. Welt alles unterbringen. Heißt, bei einem 20 Minuten Part und das mal 4 muss ich in 80 Minuten meine A-Taste, die klemmt, obwohl ich meinen Controller schon, sagen wir mal so, verbessert habe. Aber der Controller ist eben schon alt. Verdammtes Teil, wirklich, das regt mich so auf. Ja, jetzt habe ich ihn einmal gegen... Ja, mit gewissen Dingen muss man halt so umgehen. Hä, muss ich jetzt lassen. Warum muss ich das denn nochmal drücken? Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht, okay.
Und das ist nicht durch diesen Ladefehler hier. Das kann's nicht sein. Oder ich übersehe hier was ganz, ganz Fieses. Nö. So, und warum geht das jetzt nicht? Lol. Eigentlich müsste das doch gehen. Danke, du fettes Rindvieh. Es ist ja so spaßig, weißt du? Es ist so lustig. Ich komme in die dritte Welt nicht rein. Lol, was soll das jetzt? Was mache ich jetzt? Na egal, ich werde mal hier durchtauchen. Mal sehen, vielleicht bringt das was, wenn ich das Gebiet kurz verlasse. Möglich wäre es. Ich bin blöder als jeder andere hier. Seems legit. Ich war zu blöd, ich hätte doch das Bild zuerst von der dritten Welt vervollständigen müssen. Mann, ist das peinlich. Und jetzt ist noch viel peinlicher, ich habe keinen Plan, wo das Bild dazu ist. Echt nicht. Und ich habe nur noch 13 Minuten für diesen Part. Das ist der totale Fail. Egal. Na, das ist jetzt mal wieder ein Part. Hm? Ja, ich weiß, ihr findet das verdammt lustig. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Ich mach mal sicher jetzt aber ein Safe State, ob ich hier schon hin darf. Der Fidoscho eine. Ja, genau, nein, darf ich nicht. Egal, hier ist wenigstens was Brauchbares. So, ich schnapp mir jetzt mal wieder einen Stift. So, was hast du denn für mich? Naja. Ich hasse diesen Scheißstift. Ich könnte ihn so aufklatschen. So. Lieblingssport. Zauberbuch.
schmeißen. Obwohl es ist. So. Abschluss. Pommesbude. Was noch? So. Party Marotte. Geiseln. Geiseln nehmen. Egal. So. So, und jetzt werden wir uns auf die Suche nach dem dritten Bild begeben. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass ich das total übersehe. Also so blöd bin ich wirklich nicht. Ja, was das hier ist, erfahren wir noch früh genug. Erstmal wieder zurück in die Bereiche, wo wir eigentlich schon sein könnten oder sein dürften. So. Sehen wir doch mal hier unten nach, auch wenn ich da nicht wirklich dafür bin, dass es hier sein könnte. Weil hier weiß ich, dass das eine ganz andere Welt ist. Weil das hier ist nämlich meine absolute Hasswelt. Man sieht auch den Namen schon, Click-Lockwood. Die Idee daran finde ich gut, nur die Umsetzung ist ein bisschen kacke. Habt ihr nicht als Kind auch mal probiert, genauso lange wie Banjo die Luft anzuhalten? Ich fand das immer total heftig, wie lange der das kann. Also ich kann es nicht so lange. Aber ja, ich bin auch kein Tauchprofi oder ähnliches. Ich bin eine totale Null, was das angeht. Ich kann so 1,5 bis 2 Minuten maximal die Luft anhalten. Das ist aber auch schon das höchste aller Skills, die ich drauf habe. Naja, ich bin mehr so der technische Typ, also ich habe eigentlich Technik sehr, sehr gerne. Bin auch grundsätzlich ein Fan davon. Also, ich liebe Computer. Das ist einfach. Und ich glaube, ich habe gerade gefunden, wonach ich suche. Ja. Clunkers Cavern. Und wir haben noch immer 8 Puzzleteile übrig. Ja, warum sammle ich hier alle Puzzleteile und mache kein normales Let's Play? Ich möchte es doch zu 100% durchspielen, das erstens aus reinem Erfolgsdrang. Und zweitens, man bekommt eine Belohnung, wenn man mindestens 90 Puzzleteile hat. Heißt, es ist jetzt relativ, sagen wir mal, gut so, wenn man das sammelt. Und zwar macht das einen extremen Unterschied, vor allem wenn man alle Bienenwaben sammelt. Und dann noch die Belohnung bekommt. Dann macht das einen Unterschied, der kaum noch wettzumachen ist. Es zahlt sich zwar jetzt kaum noch aus, in diese Welt zu gehen, aber was soll's. So. Kann man hier irgendwelche Moves lernen? Ich glaube nicht. Es ist eine Welt, wo man, glaube ich, keine oder maximal jetzt einen bekommt. Gleich mal gucken, sind hier Noten irgendwo? Ja, hier. Man sieht schon, die Welt ist relativ komisch aufgebaut. Es handelt sich hier um so eine Art Müllpresse.
Und ich habe leider was vergessen. Ich muss hier nochmal kurz den Part schneiden. So Leute, bin wieder da. Ich habe nur vergessen, mein Essen aufzudrehen. Steht nämlich am Herd ohne Strom. Ist nicht gerade sehr effektiv, wenn es dort steht ohne Strom. Das könnte halt dezent wenig bringen. So, und jetzt zeige ich euch meinen absoluten Hassgegner. Nein, 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 komm schon. Ich hasse diese Viecher. Und ich sag's euch, wenn ich hassen meine, dann hasse ich sie wirklich. Wir werden hier allerdings... Ihr Glückspilze. Komisch, ich dachte, man konnte sich hier irgendwie hochcheaten. Oh ja, das ging sogar. Scheiße. Egal. Gehe ich halt nochmal regulär hoch. Ich weiß, der Part ist jetzt nicht gerade spannend. Ich werde hier wahrscheinlich entweder vorher oder nachher, also einen vorherigen oder nachfolgenden Part hochladen. Da ja das nicht gerade sehr spannend ist. Und ich liebe es, wenn meine A-Taste klemmt. Das ist ja so cool. Wie das abnervt, wenn das passiert. Vor allem, weil es dort noch weitergeht. Ich schwör's euch, ich setz dort oben noch ein Safe State, wenn das da weitergeht. Das habe ich ja vor einigen Parts ja nicht gemacht. Lauf, du übergewichtiges Mistvieh. Jetzt! Betrug! Betrug! Ich war nicht mal unten! Ich war nicht mal auf der schiefen Kante, der ist einfach so darauf zugerannt. Alter, lass die Scheiße, Mann. Ich brauche hier ganze 4 Minuten, um hier wieder hochzukommen. Und springen kann er auch nicht. So, jetzt reicht's. So, nach dem Fail jetzt, hoffe ich, muss ich diesen Save State nicht verwenden. Hier, ups, okay. So. Und wenn, dann ist es mir jetzt scheißegal, wenn der nicht richtig springt. Dann scheiße ich auf alles, ja, okay? Das regt so auf. Man muss ja so verdammt vorsichtig sein und der Typ hat nichts zu tun. Weil hier oben ist nämlich der liebe Martin. Ja. So. Was wäre hier noch zu tun? Irgendwo war hier doch... Ja, voll einfallsreich, schwarze Decke. Ja. Gut, lohnt sich gerade noch in die Welt reinzugehen. Ich sehe dezent viel bei der Kamera. Ja, wie gesagt, hier mit A abbremsen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass das geht. Ich bin... Ja,
der mechanische Kerl hier, den müssen wir befreien, wie wir das machen und warum hier die Noten in der Luft hängen und warum ich zu blöd war, hier zu springen, das alles mit der Erklärung im nächsten Part.